So, liebe Leute, ein herzliches Willkommen zurück aus Mafia 3, der Kalle für euch am Mikrofon. Und wir wollen wieder ein bisschen Gas geben. Macht schon Laune, das Spiel, muss ich sagen. Ich habe mal versucht, hier drüben... Guten Morgen. Unser Auto in die Garage zu fahren. Das sollte eigentlich unsere Garage sein hier, aber irgendwie funktioniert es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Von daher... gucken wir mal. Wir waren hier stehen geblieben, die Nutten. Die Nutten. freizulassen, das haben wir geschafft. Und jetzt müssen wir hier... Genau, Delray Hollow. Was ist denn das? Ist Delray Hollow? Es gehört alles zusammen. Prostitution, genau hier. Hier war das doch, oder? Die Stimme will den Schwarzen befreien, angefangen mit dem Hollow. Okay. Genau, das war ja der Auftrag. Prostitution, verbleibender Schaden 3850. Da hatten wir da ja schon ein bisschen was gemacht. Ach, wir müssen natürlich auch draufklicken, klar. Rooster. Mals Cousin Rooster macht es sich hinter der Hütte gemütlich und passt auf, dass sich keiner in dieser Bumspalast schleicht. Ohne im Voraus zu zahlen. Da würde ich sagen, fahr mal hin. Ach, ich kann mir die hier auch noch auswählen. Ah. Kann ich Ziele aktivieren und deaktivieren? Coole Sache, das. Ich möchte aber jetzt gerne hier einen Wegpunkt setzen. Habe ich den jetzt? Ja, jetzt sitzt der Wegpunkt, okay. Radio machen wir aus. So, und Vollgas. Die Karre geht ab wie Luzi, ey. So. Wow, wow. Yeah. Wie ein Panzer, das Ding. Wildhupen durch die City. Wow. Okay, hier müssen wir hin. Das heißt, wir parken hier mal schick. So, aber eins muss ich jetzt noch machen, liebe Leute. Bevor mir hier nämlich die Ohren wegfliegen. So, mal ein kleines bisschen leise machen auf meinen Kopfhörern. Sonst fliegen mir wirklich die Ohren weg. So. Okay. Gegnerisches Gebiet. Gegnerisches Gebiet ist jede Gegend, die von einem illegalen Geschäft kontrolliert wird. Die Ganoven dort haben etwas gegen ungebetene Besucher. Bleib nicht länger, als du dort willkommen bist, sonst öffnen sie das Feuer. Okay. Wir können auch schießen. So ist das nicht. Tut mir leid. Ja, dann geh doch mal da weg, du. Den müssen wir killen. Weißt du, was wir machen? Wir machen erstmal den Typen da platt. Wenn er am Rumboxen ist. Na, bist du am Boxen? So, sonst noch jemand was? Na, Boy, und was ist mit dir? Denk ihr was? Probleme? So. Im Visier, schieße! Das war jetzt natürlich ein bisschen suboptimal, was wir da gemacht haben. Das hätten wir auch ein bisschen besser machen können. Keine Einnahmen mehr. Weil du genug Schaden angerichtet hast, um den Gewinn des illegalen Geschäfts auf Null zu senken, gehen wir zu deiner Kontaktperson und frag sie, wie du den Boss erwischen kannst oder erledige erst noch weitere Ziele. Okay. Habe ich Merls Drogengeschäft, Prostitutionsgeschäft gestört und hervorgelockt. Besuche die Stimme. Dort bekommst du Informationen, wie du Merl erledigen und seine Geschäfte übernehmen kannst.
Cool. Erstmal machen die Typen noch platt. Was ist denn? Stimmt was nicht? Ich bin hier. Echt? Jetzt. Da. Da kommt noch einer. So. Sonst noch jemand was? Wie stecke ich die Knarre wieder weg? Ah, ne, hier pfeife ich. Ich nehme nicht noch eine verbraten hier. Oh, Kohle. Ding, 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 ding. Ruhe. Ja, komm mal her mit den Kohlen. Was haben wir hier noch? Performing one night only. Notiz lesen. Nur für eine einzige Vorstellung. Die Königin des Dschungels, Miss Dorothy. Ah. So, gibt's hier irgendwie noch was, was uns interessiert? Kohlen zum Beispiel? Nur schau an, was liegt denn da? Kohle, Elektrobauteile. So, wie stecke ich denn meine Mumme jetzt wieder weg? Komm. Wieso nicht? Nach oben, doch. Nach oben stecke ich sie weg. Also, geht doch. Sieht ja auch doof aus, wenn wir die ganze Zeit hier mit einer Mumme rumlaufen. Na, Boy. Oh, da haben wir aber ein interessantes Gerät. Guck mal. Ja. Worauf wartest du? Ach, sag mal, das ging doch eben. Warum steckt denn der die Knarre nicht weg? Einmal geht's, einmal nicht. Okay, jetzt geht's wieder. So, die Jungs haben wir hier kaltgestellt. Das bedeutet für uns, wir gehen den Job hier unten aber auch noch erledigen. Natürlich. So. Keiner macht den Drogen, Freunde. Wir steigen ein in unseren gelben Flitzer. Kann man die da eigentlich auch umlackieren lassen? Das wäre halt echt cool. Yeah, Vollgas. Jetzt übernehmen wir die Geschäfte. Das war knapp. Kann man noch unauffälliger vorfahren? Ich glaub's nicht. Ja, bin ja schon weg. Ist ja gut. Da bin ich natürlich voll reingeballert. So, jetzt gucken wir mal, ob das hingeht. Er sieht doch böse aus, da. Ja, komm her, Boy. Komm her. Keine Ahnung, was das war. Echt dich? Ich schon. Wir brauchen die Polizei hier unten. Nee, brauchst du nicht. So, mal schnell einen Zeugen beseitigt.
Oh, was blinkt denn da? Es sieht immer so aus, als würde es blinken. Dabei blinkt es gar nicht. Kann nichts machen, schade. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Echt nicht? Mach doch sowas nicht. War da unser Mann ja da schon... Echt? Meinst du? Ich war das nicht. Oh, jetzt liegen da zwei Leichen auf der Straße. Komm, die räumen wir weg. Liegen hier so rum, ey. Packen wir mal ins Gemüse. Zack. Entschuldigen Sie, ich muss hier gerade mal schnell, genau, schön drum rumfahren. Ich räume die Straße wieder auf. Ich bin hier nämlich der Müllmann. So, einmal ablegen und tschüss. Nacht, Boys. So, was haben wir denn hier Interessantes drin? Long Life Dixie. Zack, ein Screenshot. Ich hab's immer noch nicht rausgefunden, liebe Leute, wie man das hier ausschaltet. Oh, da sind noch böse... böse Büben. Gottverdammt, schnappt ihn! Was hast du denn? Alle guten Jungs raus. Ich hab keine Kugel mehr. Och, Jungs, kommt schon. Motherfucker, Alter. Zack. Ja, komm raus da hinten. Juhu. Komm doch her. Jetzt rennt er wieder weg. Nee, ist er nicht. Wo ist er hin? Genau, komm mal her, Junge. Und gute Nacht. So, das war's dann mit den Jungs. Die lassen wir jetzt hier liegen. Diddling. Oh, die Musik nervt. Was sind denn hier die Radios? Ohne Blödsinn, die Musik nervt gerade wie die Hölle. Coffee? Na, die geht jetzt wieder. Pinkelt da gerade jemand? Hört ihr das? Das klingt, als würde hier jemand hinschiffen. So, was? Ring, ding, ding, ding. Ring, ding, 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 ding. Oh, da ist doch Kohle. Was im Lokus versteckt? Nee. Ein Kippenautomat. Er gibt's hier nicht. Wo stehen denn die ganzen
Die ganzen Radios. Das ist so nervig. Oh. Da hätten wir auch durchgekonnt. In Ordnung. Da. Da oben war doch irgendwo was zum... Ah, da ist noch Kohle, okay. Wo ist denn hier noch Kohle? Ah, tatsächlich doch noch was im Bad. Da. Hier gibt's nichts mehr zum Tanzen. Hört ihr das? Das klingt hier, als würde einer hinschiffen. Ich versteh's nicht. So, wo haben wir noch was? Da drüben haben wir noch was. Die Party ist over, weil die Musik totaler Müll ist. Totaler Scheißmüll. So, wie komme ich denn da jetzt rein, beziehungsweise hoch? Da, da ist der Aufgang. Wir hier. Notiz lesen. Ich hab dir gesagt, sorg dafür, dass die Mädchen schön high sind, bevor du sie auf die Straße schickst. Wenn sie nicht im Rausch sind, mögen sie es nicht richtig mitspielen. Alter, was kranke Leute. So, hat hier jemand Geld auf dem Scheißhaus versteckt? Nein, hat keiner. Da muss noch irgendwo Kohle sein. Wo ist die restliche Kohle? Da draußen. Der böse Bube hat es hier einstecken. In Ordnung. Dann haben wir hier soweit alles abgekrast. Komm. Leg die Wumme weg. Sehr schön. Hier läuft immer noch Musik. Ich habe keine Ahnung, woher. Naja. Perfect Waffle. Was ist denn mit dir? Da ist wohl geschlossen. Schade.